Kapitel 2. Alte Stadt. Und damit sind wir wieder zurück hier bei Enslaved Odyssey to the West. Und wir haben im ersten Teil ein bisschen was gesehen. Haben unseren Hauptcharakter, unseren Protagonisten gesehen. Wie der heißt, wer der ist, keine Ahnung. Und wir haben noch eine fremde, mysteriöse Dame gesehen, die uns gerade mit der Kapsel mitgenommen hat. Und jetzt schauen wir mal, wie der ganze Spaß hier weitergeht. Oh, da sitzt sie ja. Und guckt. Oh Gott, mein Kopf fühlt sich an, als wäre er geplatzt. Das ist das Stirnband. Was? Stirnband? Das Sklavenstirnband, das ich dir aufgesetzt habe. Oh. Das Ding ist von dir. Lass mich erklären. Nimm das Ding runter, oder ich reiß dir den Kopf ab. Nein. Nein? Klopfst du etwa Schwachwitze? Kommando, stopp! Oh! Kommando, geh weg von mir! Kommando Kant! Kommando Faust! Damit ich es mit meiner Stimme aktivieren kann. Aha, schön zu wissen. Das löst eine systemische Schmerzreaktion aus. Ich bin nicht Sklaven kontrolliert. Kannst du nicht. Hört mein Herz auf zu schlagen, egal warum. Verpasst dir das Band eine tödliche Dosis. Na toll. Wenn ich sterbe, stirbst du. Warum? Ich brauche deine Hilfe. Ich komme aus einem Windfarmerdorf. Es liegt etwa 300 Meilen von hier. Allein habe ich keine Chance. Gegen Sklavenhändler und Max. Das ist der Deal. Bring mich zurück nach Hause, dann darfst du auch heim. Ich habe wohl keine andere Wahl. Haben wir beide nicht. Tut mir leid. Ist komisch, was sind das für Linien, die da auf den drauf sind? Das ist wahrscheinlich nur... Gehen wir. Grafikfehler oder irgendwas. Hier sind sie nicht da. Seltsam. Kommando, bleib bei mir. Kommando, halt die Fresse. Mann, ey. Ist schon so schummrig genug. Und jetzt kommst du noch an und quatscht mich hier voll. Hey. Ja, was ist das für ein Zeug, das ich da sehe? Hab das Stirnband gehackt, damit du visuelles Feedback kriegst. Es ist mit deinem Schild und meiner Biometrie verbunden. Okay. Und deine Stimme? Es ist, als wäre sie in meinem Schädel drin. Ja. Wir haben jetzt eine ständige Audioverbindung. Oha. Eine ständige Audioverbindung. So, dann gucken wir mal. Gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Aber es ist irgendwie trotzdem immer noch sehr schummerig. Sehr, sehr schummerig. Oh, da vorne blinkt was grün. Ich hoffe natürlich, dass es sich um ein bisschen Gesundheit handelt. Die Landung hat sich ganz schön mitgenommen. Ah, Gesundheitspack. Drüber hinweglaufen. Ah, schön, es hört auf. Sollen wir weiter? Ich weiß nicht. So, also. Wer sind all diese Leute? Ist doch egal. Das muss eine Art Sammelpunkt gewesen sein. Okay. Ist das der Ausgang? Halte linker Button gedrückt, um jederzeit deine Kidnapperin anzusehen. Na super, sowas hört man ja gern. So, also wir sind hier in... Ich weiß nicht, was ist das? Dadurch, dass das ja, denke ich mal, New York ist, sieht mir das sehr stark nach irgendwie der Grand Central Station aus oder so.
Hudson Line Departures, okay. Na, mal gucken, vielleicht findet man hier noch irgendwelche Sachen. Ach, hier gibt es auf jeden Fall aus. Ein paar Rolltreppen. Gibt's hier was Schönes? Oh, das sieht irgendwie nicht so aus. Sieht irgendwie nicht so aus. Was haben wir hier? Ja, da kann man hoch. Perfekt. Okay. Naja, gut. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich schon mal so ein bisschen geguckt und getestet. Und es war aber nur eine halbe Stunde. Einfach nur mal, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, wie einfach alles funktioniert und so weiter und so fort. Und das hat wahrscheinlich dazu gesorgt, geführt, dass hier diese Kügelchen, die hier eigentlich rumliegen, es gibt so Energiekügelchen, die man einsammeln kann in dem Spiel, die zeige ich euch nachher nochmal, dass die irgendwie weg sind. Wahrscheinlich merkt sich das Spiel, wenn man den Abschnitt schon mal gespielt hat und ihn nochmal spielt, dass man diese Kugeln nicht zweimal einsammeln kann sozusagen. Ist natürlich nicht verkehrt, ne? Ist schon richtig. Vielleicht kann ich euch da mal was zeigen hier irgendwie, wenn ich was finde. Nee, hier ist nur ein Zelt. Hier wollen wir erstmal auch nicht hin. Wir wollen da rüber. Zack, hüpf. Und so, gucken wir mal, was die junge Dame hier zu erzählen hat. Das muss eine Zugbrücke sein. Na, du bist schlau. Soll wohl Max draußen halten. Hier sind ein paar Schalter. Die andere Seite ist blockiert. Kannst du rüber und den Weg frei machen? Natürlich. Pass auf. Pass auf. Weißt du, verpasst uns hier so ein... Max, sei besser leise. Verpasst uns so ein Stirnband, ja, womit sie uns schön Schmerzen zufügen kann. Okay. Aus dem Weg. Ah, hat sie gleich wieder hochgemacht hier. Na, kommt her, kommt her. Da. Auch. Oh. Also diese roten Kügelchen, die ihr gerade gesehen habt. Okay. Kann man einsammeln und dafür kriegt man dann so Punkte. Mal schauen, was es mit den Punkten auf sich hat. Das habe ich bisher auch noch nicht rausfinden können. So. Na dann, weiter geht's. Hierdurch könnten wir rauskommen. Kannst du das wegräumen? Natürlich. Bin noch ein starker Kerl. Ein starker Kerl, geh halt über die Brücke drüber. Also ich finde, vom Grafikstil her hat es schon was. Auch sehr cool, die Lichtgestaltung und so. Ein bisschen hier alles verwachsen. Ein bisschen wie im Dschungel. Das sieht echt cool aus. Oh, was haben wir denn hier? Eine Tür? Ja, nichts Spannendes. Und... ja, also mir gefällt das sehr, muss ich sagen. Ist halt jetzt keine High-End-Mega-HD-Grafik, aber braucht auch keiner, ha? Kannst du mir verraten, wie der Plan ist? Oh. Grand Central Terminal. Okay, also doch. Wir sind in New York. Gut, dich das haben wir vorhin schon gesehen. Nach Hause bringen, damit du mir dieses Ding vom Kopf nimmst und ich dich umbringen kann. Ich meinte... ich weiß, was du meinst. Okay. Er ist wenigstens ehrlich. Er ist wenigstens ehrlich. Als erstes gehen wir dorthin und gucken, ob meine Kiste den Absturz überlebt hat. Kiste? Oh, die einzige Möglichkeit, 300 Meilen zu schaffen. Zwei Räder und ein Motor. Schau dir das mal an. Hier müssen tausende Menschen gelebt haben. Mehr. Zehntausende? Vielleicht. Wie traurig. Was wohl aus ihnen geworden ist. Ein Motor und zwei Räder. Er ist verdammt
cool. Oh Gott, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir wieder eins von diesen blöden Viechern. Warum bleibt sie stehen? Hallo? Was soll das? Hat die nichts zu tun? Wenn ich das Signal gebe, kommst du zurück, okay? Nein, 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 nein. Hey. Doch, 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 doch. Tu, was ich sage. Nein. Ja. Ich muss ihn irgendwie ausschalten. Ja, genau. Das müssen wir wieder machen. So, das Schild. Hä? Das Schild aktiviert es automatisch? Okay. Das finde ich ja interessant. Oh, wir müssen erstmal in Deckung. Okay, gut zu wissen. Wir haben also ein automatisches Schild. Aber ja. Machen wir den mal klein. Zack. Dankeschön. So, das wird wahrscheinlich noch nicht alles gewesen sein. Hab ich's gesagt. Ah, okay, wenn die so langsam... Er ist aber auch böse. So langsam rot funkeln. Gott, es werden ja immer mehr. Ja. Au. Oh, ich sehe nix. Ah, der ist schon weg. Weg mit dir, weg und bam! Wenn wir das durchstehen wollen, musst du, wenn ich dich um etwas bitte, es auch erledigen. Und zwar sofort. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. So, da gibt's also ein Befehlsmenü. Können wir im Moment nicht viel ausmachen. Ah, okay, lasse los, um den Befehl auszuführen. Ja, gut. Gehen wir. Gehen wir. Okay. Okay. So, dann gehen wir mal hier hoch. Wie gesagt, hier habe ich gestern schon alles eingesammelt. Dementsprechend denke ich nicht, dass da noch irgendwo was liegt. Komm her, Mädel. Das heißt, da können wir uns ein bisschen Zeit sparen. Aber wir werden natürlich... Oh, was jetzt? Hi. Ah, die Katze. Sie okay. Sind betäubt, aber nicht in Anja, beeil dich! Bam! Sie sind betäubt! Was zur Hölle hast du da gemacht? Ist ein EMP-Puls. Hab ich von meinem Vater. Er schaltet kleine Max für ein paar Sekunden aus. Lang genug, damit ich wegkomme. Okay. Die Sicherheitstür funktioniert noch. Na, sehr schön. Es muss hier irgendwo geladene Energiezellen geben. Na, mach's auf. Egal. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Wir müssen zur Absturzstelle kommen. Klopf, klopf. Ah, oh, Sesam, öffne dich. Max! Shh. Wir können nicht vorbeischleichen. Ich gehe rüber und lenk sie ab. Dann rennst du los. Okay. Wir können nicht vorbeischleichen. Mein EMP funktioniert wieder. Oh, oh. Rechter Button zum Gegner flecken. Soll das denn gehen? Hey!
da? Ja, Gott sei Dank. Okay. Haben wir jetzt erstmal gelernt, wie das funktioniert, die da hier zu beschäftigen. So, wie es hier weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge uns anschauen. Wir werden also weiterschauen, wie das funktioniert mit den Befehlen und was noch so auf uns wartet. Wir wissen trotzdem noch nicht, wie wir heißen. Lassen wir uns mal überraschen. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.